Hi, heute ein spannendes neues Video, heute sogar mit gleich zwei neuen Tieren. Hi, schön euch zu sehen, aber eigentlich seht ihr mich, ich kann euch nicht sehen. Ja, heute haben wir gleich zwei Tiere, und zwar einmal das Krokodil und das Alligator. Wenn man die beiden Tiere sieht, dann denkt mal, die sehen doch gleich aus, und beides riesengroße Eidechsen. Nee. Es gibt schon Unterschiede, und die werde ich jetzt mal erklären. Der erste Unterschied ist, wenn man aufs Maul von dem Krokodil guckt, dann sieht man eine lange, V-förmige Schnauze. Bei einem Alligator ist eine lange, breite, U-förmige Schnauze. Das liegt daran, weil ein Alligator ist mehr auf dem Land aktiv und braucht dann so ein abgerundetes, U-förmiges, großes Maul, um Landtiere eben anzugreifen. Das Krokodil hat so ein langes, V-förmiges Maul, weil es halt mehr im Wasser aktiv ist und da versucht es immer besser, Fische zu fangen. Also das Krokodil ist der geborene Fischjäger, kann man sagen. Wenn das Alligator sein Maul zu hat, dann sieht man aber nur die oberen Zähne. Wenn das Krokodil sein Maul geschlossen hat, sieht man die Zähne von unten und oben. Krokodile haben so einen grün-bräunliches Ton und Alligatoren haben so einen blau-grau-Ton. Also farblich sehen die beiden auch schon anders aus. Alligatoren werden schon sehr groß, ungefähr 4,6 Meter, aber Krokodile können noch größer werden, so bis 5,2 Meter sogar. Die Größe spielt bei Alligatoren und Krokodile beide eine Rolle. Beide sind zwar Rivalen, aber nicht nur gegenseitig, sondern auch mit ihren eigenen Rassen. Zum Beispiel, wenn ein ganz großes Krokodil jetzt irgendwo herumschwimmt in sein Gebiet und dann kommt auf einmal ein kleines Krokodil, dann gewinnt meistens das größere Krokodil. Da so die Größe spielt da schon eine Rolle. Und wenn jetzt ein größeres Krokodil noch in das Gebiet kommt, dann muss das kleinere wieder gehen. Also, man sollte sich immer zu den größeren anlegen bei den Krokodilen und Alligatoren. Krokodile und Alligatoren findet man nicht häufig auf derselben Stelle, eigentlich fast gar nicht, es sei denn, man ist in Florida. Das ist der einzige Punkt, wo Krokodile und Alligatoren zusammen im selben Land leben. Krokodile und Alligatoren legen beide Eier, sind Reptilien. Reptilien legen immer Eier. Aber bei Krokodilen und Alligatoren, die würden unter Sand eingebollt, und damit die kontrollieren, ob es ein Junge oder ein Mädchen werden kann bei Krokodilen, spielt ein bisschen die Temperatur auch eine Rolle. Wenn ein Ei unter 30 Grad kommt, dann wird es ein Mädchen. Wenn es über so, also wenn es so 34 Grad wird, wird es ein Junge. Also, sie können sich schon aussuchen, ob es Mädchen oder Junge werden sollen. Und weil Alligatoren und Krokodile schon sehr groß und gruselig im Sinn sind, furchteinflößend, legen meistens auch so Schildkröten ganz heimlich ihre Eier auch in so ein Krokodilsnest, damit die Krokodile auch dann auch diese Eier beschützen. Gut, das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, ihr habt was Schönes davon lernen können. Und ich sage nur, bis zum nächsten Mal.